herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des wöchentlichen Wochenrückblicks mit mir, Biedelbum, Folge Nummer 2. Als erstes eine Richtigstellung zur letzten Folge, die ich völlig freiwillig hier vortrage. Und zwar, leider musste ich feststellen, dass in der letztwöchigen Wochenrückblicksausgabe ein Sachverhalt unpräzise dargestellt wurde und zu Fehlschlüssen führte. Die Bügelperlentiere der Kinderzimmergestaltung wurden nicht, wie exemplarisch dargestellt, von mir, sondern nahezu vollständig von Nadini angefertigt. Dies ist insofern bemerkenswert, da sie durch schwangerschaftsbedingte Wasserablagerung in den Händen feinmotorisch eingeschränkt ist. Hier also nochmal die Richtigstellung. Trotz unmenschlicher Schmerzen in den Händen hat Nadini sämtliche Bügelperlentiere alleine zusammengefummelt. Vielen Dank. Ansonsten war ja die Woche nicht besonders viel los. Ich hatte eine kleine Infektion im Auge. Ich weiß nicht, ob man das noch sieht. Hab dafür auch Zeugs bekommen, Cyclopentolat, was wunderschön große Pupillen macht. Und zum anderen Isoptomax, was quasi antibakteriell wirkt. Im Fazit lässt sich sagen, so eine Augeninfektion ist sehr traurig und sehr langweilig. Späten Vorsatz für das Jahr beschlossen, und zwar wurde mein letztes Video aufgrund meiner Musikwahl berechtigterweise fremdmonetarisiert und ich habe mir überlegt, ich werde in Zukunft einfach mehr Selbstmusik machen. Ansonsten war wie gesagt in der Woche nicht viel los, wir warten eigentlich nur die ganze Zeit auf die Geburt, deshalb bis nächste Woche.